Moin, meine geilen Städtchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Stadtlandfluss.cool. Hallo. Also der neuen Hallo. Seite. Ihr habt ja letztes Mal das richtig geil gefunden. Deswegen machen wir das nochmal. Wir haben allerdings auch in den Kommentaren durchgelesen und 2 Minuten nur noch statt 3 Minuten. Das heißt, bisschen knackiger von der Zeit her. Yalla, Abfahrt. Wir machen die Sachen, potenzielle Spendenziel bei Friendly Fire, Gericht bei Peace Me Kocht, Ausrede von Jay, warum er die nächste Tour verpasst. Das nimmt der Snob auf jede Reise mit und Personen, die in einem Peace-Meet-Video vorkamen. Gericht bei Peace-Meet Kocht machen wir, was wir schon hatten oder was wir uns wünschen oder beides. Was geht? Ich hätte gesagt, was man machen könnte. Also auch möglich ist ja auch Sachen. Ich geb den Leuten extra Punkte, wenn wir das schon mal gemacht hatten. Das hat Pluspunkte, außer das andere ist so witzig. Okay. Dann starte ich jetzt. Ja. Stopp. Alter. Junge. Das sind aber auch knackige Begriffe hier. Gott, mir fallen nur so Scheißsachen ein. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Till Lindemann noch nicht bei uns im Video vorkam. Bitte was? Ja. Jetzt hoffe ich nicht, dass der bei uns ins Video kommt, ey. Alter, mir fällt nichts ein. Boah, das ist jetzt aber auch knapp geworden hier bei mir. Die 4. Wo ist denn der 5? 1, 2, 3, 4, 5. Ich hab 5. Hallo. Du musst den letzten noch quasi bestätigen oder rausklicken, dass der zählt. Ja, ja, hat boah, er. Das war. Okay. Uiuiuiuiuiui. Aber da steht immer noch 4. Wo denn? Das war nicht Echt? So einfach. Okay. Wie hatten wir das? Hatten wir das mit Vorlesen gemacht? Scheiße, ihr habt das schon ja, haben wir. Ja. Okay, gut. Potenziell. Ach, jetzt bin ich. Ne, jetzt ist Christian der Gefickte. Potenzielle Spendenziel bei Friendly Fire. Tonka-Bohnen-Wettessen. Thrombosestrümpfe über den ganzen Körper oh Gott, ziehen. Das will ich sehen. Titten raus, Augenschmaus. Was? Oder Trompete spielen, obwohl man das nicht kann. Du hast an Trombone-Champ gedacht, mein Freund. Also ich würde gerne das von Sepp sehen. Ja, das finde ich tatsächlich also auch. Also jetzt kannst du Christian da rechts, also entweder kannst du es wegklicken, wenn es halt doppelt ist. Oder du kannst halt da so Kreativbonus geben, außer bei dir selber. Ah ja. Aber immer nur einen pro, genau. pro Kategorie. Genau. Ach stimmt, man könnte auch mehr. Nee, wir haben ja nur 5 Stück. Nur 5 Stück. So, genau. Gerichte bei Pete's Meat Kocht. Tiramisu. Oh nein. Tiramisu. Mm. Oder Teriyaki Chicken mit Eier mit Soße. Oder Tofu-Würfel. Teriyaki-Chicken mit Eiersoße. Tofu hatten wir mal, ne? Ja, die haben wir so ganz fett, ganz lange angebraten. Na gut, ich sag mal so, ich gebe mal vielleicht dann die Tofu-Würfel den Plus. Das war lecker für Christian. Dann Ausrede von Jay, warum er die nächste Tour verpasst hat. Teddy aus unserer Schulzeit hat angerufen und braucht Hilfe beim Gartenzaun. Treppen raus runtergefallen? Tennisarm von der harten Handarbeit? Oder Temperatur ist viel zu hoch? Boah, Alter, das viel zu Christian drin. Ist. Christian ist. Das, ich fand das ist kreativ. Was tut das? Und das nimmt der Snob auf jede Reise mit. Tamagotchi, der Hund muss überleben.
Trompete. Wieder die Trompete. Wir sind alle geschädigt von Trombone Hero, Junge. Ja. Damit er Jay den Marsch blasen kann, Tannenbaum und Tube Sonnencreme. Ja. Habe ich die noch? Nee, ne? Die habe ich dir zurückgegeben. Nee, die hab ich wieder zurückbekommen. Okay, nein. Ich hab Christian den Bonus gegeben, weil es einfach so real das ist. Das war halt einfach auf. Das war das erste, was ich eingetragen habe, war Tube-Sonnencreme, ist klar. Person, die in einem Pizmeet-Video vorkam, ist Tanja in CNC, Trilux, Tante Peter mit der schlechten Reaktion bei COD und Tobi Schmimon. Schimon, stimmt. Der wird vorkommen. Ich hab gerade kurz an vorkam. Aber zum Zeit der Aufnahme wird das wahrscheinlich ja mein Ding. Und Tante Peter, ja, ich bin Opa Gicht und nicht Tante Peter, mein Freund. Ich hab dich aber Tante Peter genannt, ne? Hä? Jeder mag Tanja. Ja, die hotte Tanja. Komm, gehen wir Trilux. Ja, also, der Trilux ist der Einzige, der wirklich for real mal bei uns mit war. Ja, aber Tobi Schimon wird ja wirklich jetzt, also den haben wir gefilmt, aber da warst du nicht bei. Ach so, den kenne ich das wir wissen nicht. Okay, aber auch noch nicht. Wir wissen aber noch nicht, ob der überhaupt wirklich reingeschnitten wird. Ja, das stimmt. Hallo, das war ein Interview auf dem Ziel, also das hoffe ich ja wohl. Ja, weiß ich nicht, mal gucken. Oh, Christian, jetzt muss jemand anders vorlesen. Was? Okay, ich lese nächste Runde vor. Okay. Wir wechseln durch. Ja, vielleicht bin ich einfach nicht so cool. Jay, was nimmt Jay Jotman, J, einfach fünfmal eingeben, okay. Oder? Junge, Alter. Alter. Rappern hat so, ich hoffe. Person, die in einem Video vorkam. Boah, Alter. Was gibt es denn? Was gibt es denn bitte mit Essen mit J? Holy shit. Jay. Scheiße. Das ist gut. Ja, 2 Minuten sind gut. 2 Minuten sind wirklich gut. Da muss man ein bisschen, haben wir ein bisschen Struggle, aber man kriegt noch alles fertig. Ja, aber es ist schon eng. Also ich versuche da auch noch ein bisschen was Vernünftiges zu machen. Die Zeit ist um. Potenzielles Spendenziel Scheiße. Bei Friendly Fire ist die Jauchegrube austrinken. lecker, lecker, lecker. Ist Jasminblüten rauchen, bis es nebelt. What the fuck sind Jasminblüten? Auch nicht Alter. Schlecht. Jutebeutel über den Kopf und dann Wettrennen durch die E-Sport Factory. Auch gut. Oh, das finde ich vollkommen in die Hose gehen. Ja, das stimmt. Und Jay verhauen kommt bei 10 Euro. Okay, da wurde Jay benutzt auf jeden Fall schon mal. Der ist schon mal weg. Ist okay. Ich finde, ja, das finde ich gut. Ah, den Jutebeutel super. Ja, der kommt bei mir später auch nochmal, witzigerweise. Ja, Gericht den hatte ich auch nochmal. Gericht bei Pizmeet kocht. Johannisbeerenkuchen, Jackfrucht. Hatten wir. Ja, jo. Hatten wir mal. Sehr gut, Sepp. Jägerschnitzel DDR-Style hatten wir auch schon. Hatten wir auch. Und Yuppie-Soße mit Pommes und Frikaner Spezial. Afrikaner Spezial hatten wir, aber ich glaube nicht mit der Yuppie-Soße. Haben wir nicht selbstgemachte Soße gemacht? Aber ich glaube keine Yuppie-Soße. Ah. Nee, das war einfach nur Mayo. Ah ja, stimmt. Dann, Ausrede von Jay, warum er die nächste Tour verpasst. Jalapenos waren so scharf, dass er jetzt Feuer scheißt. Jerusalem Alter. Möchte sein Salz zurück? What the fuck? Ob Toten mehr wahrscheinlich, oder? Ja, okay, gut. Jay schreibt, Jay,
Und der Tiefbonus. Ich fand das voll kreativ tatsächlich. Und Christian schreibt, Jamaika ist mir zu weit weg. Das wird unsere nächste Tour. Meinst du, wir machen so eine Live-Tour durch Jamaika? Ja, kein Zuschauer einfach. Wir lassen einfach die von 4chan abstimmen und dann geht das. Ja, das ist echt schwierig. Ja, ich hatte ja schon mal Tschernobyl vorgeschlagen. Ja, aber für eine Tour? Ja, könnt ihr ja gerne machen. So, jetzt kommt der Jutebeutel bei dir. Ach, nein, Christian! Okay, das nimmt der Snob auf jede Reise mit. Jutebeutel, um wie ein Mann des Volkes zu wirken. Jetzt lese ich auch direkt Christian vor. Er schreibt Jute Sack. Ich fürchte, da müssen wir uns gegenseitig wollte ich noch mal reinschreiben, aber das hat sich ja dann eh nicht mehr gelohnt. Schade. Ja. Sepp schreibt Joghurt gegen die Falten am Popo. What the fuck? Und jedes Fitzelchen Haarspray, was der DM in Berlin zu bieten hat. Das finde ich gut. Das ist sogar real. Haarspray wird mitgenommen, das stimmt. Aber jedes ist schon ein Spaßwort. Okay, ja, guter Punkt. Also. Oh, wie keiner Jay jetzt genommen hat. Person, die in einem Pizmeet-Video vorkam. Was? Ich sag Jan Hegenberg. Sepp schreibt Jen. Jay schreibt Judiana und nicht Jules. Den wollte ich erst nehmen. Und Christian schreibt Jody Calussi. Alter, mega. Das war die einfachste Kategorie. Ohne Scheiß, als ob. Krass. Ich dachte halt so, ich bin jetzt mit. Ich hatte Jules erst stehen, dachte so, ja, okay, das ist ja die obvious zweite Choice und da macht keiner Jules. Stimmt, habe ich auch gar nicht dran gedacht, ehrlicherweise. Meine Challenge war in dieser Kategorie, kein Mal Jade zu nehmen. Boah, Jan Hegenberg, wann war Jan Hegenberg da? Ja, in so einem Vlog bei der Gamescom. Das ist. Mhm. Dass du dich daran erinnern kannst, das ist ein Kreativbonus wert. Oh, die beste Runde diesmal von Jay mit Abstand 90 Punkten. Das war eine schöne Runde. Nice. Das ist okay. Ich bin auch unbesiegbarer Ritter Jay. Ja. Und als nächstes muss Sebastian vorlesen. Okay. Komm, S. Kannst du das mal bitte richtig wie ficken? Schwierig. Wer kennst du denn? Boah, Junge. Okay. Wieso erinnere ich mich nicht an die ganzen Gerichte, die wir schon gekocht haben? Das kann doch nicht wahr sein. Das traut mich. Das traut mich. Ja, das traut mich. Das traut mich. Wo hast du Trauen stehen? Das trauert mich. Ja. Nirgendwo. Okay. Habe ich tatsächlich nicht. Naja. Ja, easy. Okay. Potenziergespenst okay. Bei Friendly Fire. Ach, schade, Fürze Peter. Von anderen Leuten schnüffeln. Oder die Feuerwehrleiter bis aufs Dach hoch und runter klettern. Das habe ich schon gemacht. Weiß nicht, ob das alles schaffen. Ficken, aber nicht das, was ihr Schweine denkt, sondern ficken, trinken. Das stimmt halt nochmal. Da gibt es diesen Schnaps. Von ich glaube, das ist hier, wie heißt das? Wacken. Gibt's da nicht ficken? Ist das nicht so ein süßer Schnaps? Guck mal, selber nicht, okay. Achso, doch, weiß ich. Achso. Ja. Furzkonzert des Friendly Fire Songs von Fishy. Ja, gut. Ja, das dann ist ärgerlich. Kreuz ich mal die Furze weg, nicht? Ja. Dann kannst du auch mit weniger Freude in der Stimme machen. Ein bisschen freut mich das schon. Ha!
Gericht bei Pizza Meat kocht. Oh, schade. Dreimal Falafel. Und Peter ist der Einzige mit Folienkartoffel. Haben wir noch nie gemacht. Und dem das ist ja müssen so wir easy jetzt und alle so unsere Punkte geben. Alter, das kann, ich will ihm nicht mal einen Kreativbonus geben. Ey. Das ist schwierig. Scheiße. Ausrede von Jay, warum er die nächste Tour verpasst. Findet den Weg nicht der Dulli? Okay. Finger stecken zu tief in der Taschenmuschi. Oder falls aus dem Bett und dann Schienbeinkopf gebrochen. Ich sag einfach jetzt gar nichts, ja. Jay ist aus dem Bett gefallen, glaube ich. Ich glaube, es war aber ein Haares, deswegen. Nein, Schienbeinkopf gebrochen. Haares. Wird wie ein Bruch behandelt. Das finde ich lustig. Das nimmt der Snob auf jede Reise. Warte mal, ich muss überlegen, was ich noch gebe. Ja, da wurden noch nicht alle Punkte verteilt, das stimmt. Sag das doch. Da. Einfach irgendwas genommen. Das nimmt der Snob auf jede Reise mit. Fontanes Lebenswerk, weil er so gebildet ist. Fanta, denn die Freiheit nimmt er sich. Freunde, denn ohne Freunde macht eine Reise doch überhaupt gar keinen Spaß. Negativ. Boah, dann vote ich so. Ja. Einer drei. Was? Hallo? Unverschämt, Alter. Christian möchte den Föhn mitnehmen, denn die im Hotel sind Popo. Das ist tatsächlich eine wahre Antwort. Alles andere ist Quatsch. Was? Hallo? Hätte die Freunde nur plus 10 Punkte geben. Also ich hätte ja das richtig hochgevotet. Personen, die in einem Pizza Meat Video vorkamen. Freddy, aka Sturmwaffel. Ja, schade. Fischkopf. Er ist dabei. Fischkopf, das O ist eine 0. Und Fabian Döhler, stimmt. Ja, sehr gute Wahl, Christian. Ist das alles stimmt? Schlecht. So wäre es unwahrscheinlicher, dass man daran denkt. Ja. Nice. Belastend! Oh, ganz gute Runde von mir. Alter, Peter einfach 75 ganz belastende Runde. Ja, gut, ne? Die Folienkartoffeln, die wir noch nicht mal gemacht haben, waren jetzt ja, natürlich. Ja, aber die waren legit. Ey, wieso haben alle verlassen? Die waren legit. Alle wollten was haben, was es schon mal gab. Und man, wir hätten die Frikandel okay. Einfach machen sollen. Ja, das hat Christian stimmt. Ja sogar gerade gehabt. Ich lese euch eh vor, Freunde. Ja, eh. Eier mit. Nein, bitte nicht, nein. Schwierig. E ist so einfach, dass es wieder schwierig ist. Oh. Boah. Erstmal das reinschreiben und dann überlegen, ob es noch was Besseres gibt. Ja, das ist doch okay. Habe ich verdoppelt? Nee, habe ich nicht. Entspannt. Kann noch was Geileres machen? Peter, du bist mir nicht alles persönlich, ne? Ich weiß nichts. Okay. Alter, ist das dumm. Okay, das war jetzt aber schon... Nein. Das war nicht so gut. Okay, das war, ja, geht so. Fangen wir mal an. Also, Buchstabe E. Potenzielle Spendenziel bei Friendly Fire haben wir einmal von Peter. Enges Boot zur Titanic. Alter, no way. nicht für 30 Millionen. Finde ich ganz gut. Jay hätte lieber Eier mit Soße essen, denn das ist wirklich widerlich. Sepp ist da eher Erdbeben mit Bauch verursachen.
Und Christian ist nicht fertig geworden, der hat Epochenraten gegen Historiker. Tja, es müssen Punkte vergeben. Das, nicht ist, mehr. Das ist gut. Ja, das ist ärgerlich. Das darf nicht wahr sein. Alter. So, guck traurig. Mal, ich habe doch geschafft. Gericht bei Peace Be kocht. Ente gedünstet, Entenbrust, von der Jay danach noch eine Woche Scheißerei hatte. Dann haben wir nochmal Entenbrust und ich habe die Eier mit Soße angekündigt und habe die geschrieben. Oh, das hatte ich auch erst da stehen und dann dachte ich mir, nee, Ente besser. Das hört. Ja, sehr. Ich hätte doch einfach die Enchiladas drin lassen sollen, ey. Was? So was Kompliziertes hattest du drin? Ja, aber das hatten wir nie gemacht. Ist doch egal. Hättest aber wenigstens dann wären wir 10 Punkte bekommen. 10 Punkte, ja, ja genau. Richtig. Ausrede vom armen Jonathan, warum er die nächste Tour verpasst. Peter, Ellbogen beim Vordrängeln verstaucht. Jonathan sagt, Eis gegessen, aber dieses Mal nicht 20 Kugeln, sondern 40. Jawohl. Sepp sagt, einchecken im Hotel ist für ihn zu schwer aufgrund der Sprachbarriere. Du Ficker. Ich hab gesagt, es gibt zu viel Strahlung in Tschernobyl. Belastend. Ah, das fand ich lustig. Da musste ich kichern. So, was nimmt der Peterchen denn auf jede Reise mit? Peter sagt, Energy Drinks, weil die in Hotels zu teuer sind, als wenn dich das interessiert. Nee, mach ich wirklich. Jay sagt ein Esel, damit er nicht so alleine bin. Du Ficker. Das hörte sich aber gerade anders an. Sepp sagt ein C, damit nicht auffällt, dass er nur 4 hat. Schön. Und ich habe gesagt, natürlich den Ehering, denn Honey ist allgegenwärtig. Boah, gehe ich jetzt nach, was mich zum Lachen bringt? Oder? Was machst du ja alles, Peter? Na komm, hast du dir verdient. Das ist wieder belastend. Die Person, die in einem Peace-Meet-Video vorkam, da haben wir Engelhardt. Wer ist das denn? Bleibt. Ja, ist mir nichts eingefallen. Daniel Engelhardt, aber ich bin mir nicht sicher, ob der wirklich schon mal vorkam. Ich glaube, der war noch in keinem Video. Kann gut sein. Wer ist denn Daniel Engelhardt? Der war mal bei der Second Wave. Ah. Können da von mir aus downvoten. Ich glaube, den gab es nicht. Erik Range. Und natürlich, Oh, das ist jetzt Christians Runde hier, holy shit. Wo war denn Etienne im Video? Ich weiß das gar nicht. Ja, und als wir bei den Rocket Sif Beans waren, ist der da 100 Pro vorgekommen und bei Sif war der auch dabei. Ja. Ich hab's nur nicht mehr gedacht. Ja, Christian! Dann ist es hart. Okay, letzte Runde. Jetzt auch mal alles rausquetschen. Ich war runter. Ich werde jetzt auch das Offensichtliche so, nennen und dann mache ich das einfach. Nudeln. Mit Tomatensoße. Alter. Alter. Was nimmt denn der Snow auf jede Reise mit? Nieten. Nieten? Ja. Okay. Scheiße. Gibt's irgendwas? Mann. Mann, ist das bad, Alter. Ey, das wird kein Sieg. Ich glaube, bei mir, ich habe auch keinen rausgehauen. Schwierig.
Okay, potenzielles Spendenziel bei Friendly Fire. Das Nunchucks-Kampf gegen Profi. Stell ich mir unangenehm vor. Stell ich mir auch unangenehm vor. Würde ich feiern, wenn Peter das macht. Neoprenanzug-Wrestling. Die sahen so geil beim Roadtrip aus. Natursekt auf Ex. Oh, okay. Ah. Okay. Und Nasenhaare zupfen. Oh, das finde ich nice. Oh Gott. Das wird schmerzhaft sein. Ihr bevotet noch? Ja, ihr macht es. Dann mache ich Gericht bei Pete's Meat kocht. Alter, natürlich. Nudeln mit Tomatensauce, Nudeln mit Ketchup, Nudeln mit Tomatensauce. Ich habe extra als letztes ausgesucht. Niere oder ein anderes ekliges Organ, was man in Sterneküchen isst. Ja, das passt. Warte, ich glaube, jetzt habe ich das falsche weggestrichen. Moment. So. Als ob ihr alle Nudeln genommen habt. Oh mein Gott, Peter. Oh mein Gott, Peter. Nein! Peter! Oh, Ausrede von Jay, warum der die nächste Tour verpasst hat. Peter und Christian schreiben nichts oder niemand hat was im TS. Sind aber unterschiedliche Worte. Das sind unterschiedliche Worte. Müsst ihr jetzt wissen. Nudistentreff im Altersheim. Ja, wenn ihr so gewinnen wollt. Ja, ich bin da. Wie, da bist du? Da kommst du ja eben nicht hin. Ach so, weil du dann noch Nudistentreff hast. Ah. Richtig. Und nachts hat er ohne einen Schnuffelhasen Angst und er muss zu Hause bleiben. Das mal richtig vorlesen, danke. Nachts hat er ohne... Ach, seinen. Hab ich einen? Ja. Das nimmt der Snob auf jede Reise mit. Naschzeug zum Naschen. Nutten, weil er einfach genug Geld verdient. Nasenspray, damit er noch weißes Zeug damit noch mehr weißes Zeug reingeht. Und Nivea, denn der Popo soll zart bleiben. Joghurt und aber Nivea, schön. Beides geht am Popo. Nein, Nivea geht eher als Popo, würde ich sagen. Als Joghurt, wow. Und Personen, die in einem Pizza-Video schon mal vorkamen: Nadine, Norbert Dickel, Niklas und Nela. Okay. Wer ist Norbert Dickel? Das ist der Stadionsprecher von Dortmund. Nein! Lobby! Nadine ist von Dr. Freud quasi in Vlogs. Ja, und welcher Niklas? Von Bonjour, oder? Ja, genau, der Niklas von Bonjour. Ja, in welchem Video? In welchem Video denn? Hä? Der ist doch immer bei CTC mit dabei. Das stimmt. Nathan, also. Herr Stark! Deswegen kriegt Nela den Punkt. Ja, Nela kriegt wirklich den Punkt. Nela kriegt wirklich den Punkt, weil ich wollte Nela schreiben, aber ich kam nicht mehr drauf. Wobei, ich weiß gar nicht, ob er Last Man Standing jemals überhaupt im... Die war bestimmt in irgendeinem Vlog mal dabei. Okay, wer hat dann fertig? Und let's go, wer gewinnt diese wunderschöne Folge Stadtland Flus today? It is... Christian! Oh, mit seinem Brain-Move einfach. Einfach stark outplayed, ey. Ja, wobei die letzte Runde hat Sepp aber auch nochmal richtig reingehauen, ey. Also da hast du Platz 2. Ja, weil ihr Nudeln hattet alle. Das war auch ein Banger. Naja. Das stimmt. Von Peter vor Jay. Das war wieder eine Folge. Stadt, Land, Fluss. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.